herzlich willkommen zu unserem Video von einem ereignisreichen Ausflug, der Folgen hat. Dieses Video beinhaltet einen kulinarischen Aufenthalt im Frankenland, einen Radausflug nach Herzogenaurach und an den Main-Donau-Kanal, einen schmerzlichen Verlust und einen Schrecken am Ende. Wir haben alles in Kapitel unterteilt, sodass ihr das überspringen könnt, was euch weniger interessiert. Hallo von einem stürmischen Stellplatzaufenthalt. Also es stürmt ganz anständig, obwohl wir haben keinen Regen mehr, es ist kein Gewitter mehr da, was ja angesagt wurde für gestern Nacht oder gestern Abend. Ja, wir sind gestern in einer Affenhitze losgefahren. 35 Grad. Und jetzt haben wir gerade noch 16 Grad. Und stürmisch ist es außen. Und wie? Ja. Aber es regnet nicht, es ist aber trotzdem etwas unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Deshalb machen wir uns wahrscheinlich auch heute einen gemütlichen Tag in unserem Gustel. Genau. Eigentlich haben wir vorgehabt, wenn es heute ein wenig frischer wird, dass wir eine schöne Fahrradtour machen, aber daraus ist nichts geworden. Wir sind nämlich zu einem kulinarischen Ausflug gefahren. Ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben. Ja, ja, wir waren beim Gasthaus Süß, wir verlinken das mal. Eines der besten Gasthäuser, die es im Frankenland gibt und auch nicht weit von der Autobahn entfernt. Und der Eigentümer ist selbst Womo-Fahrer und begrüßt sehr gerne Womobilisten auf seinem Parkplatz, die da auch problemlos übernachten können und auch Strom oder sonst was bekommen, hat er uns gesagt. Ja, da bin ich mal zurück. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Also ja, auf jeden Fall kann man... Der hat Fränkisch gesprochen, ja. Also auf jeden Fall kann man da übernachten. Also wir haben vorher angerufen natürlich, ob überhaupt Platz ist, weil das ist ja gut besucht manchmal und da gibt es halt dann Feste und so weiter. Aber wenn man da vorher anruft und dann sagt, man kommt mit dem Womo, gibt es normalerweise kein Problem. Ja, also leckere Küche, kostenlose Stehen mit Wohnmobil, alles kein Problem. Wir blenden euch den Link ein. Und da wollten wir dann eine Fahrradtour machen. Aber da hat uns jetzt das Wetter, was dann heute Nacht das Gewitter gekommen ist, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt machen wir es uns eben kulinarisch auf einem anderen Stellplatz bequem. Ja, genau. Und... Tada! Helle war nämlich schon beim Metzger. Und was gibt es, wenn wir im Frankenland sind? Immer Wurst. Ja, und was für? Was machst du jetzt? Stadtwurst mit Musik. Ja, es gibt heute wieder Stadtwurst mit Musik. Und guck mal, was das hier für ein Wäscher ist. Ja? Also, ich gehe davon aus, das reicht zwei Tage, oder? Nein, der geht weg heute. Die Ursi hat nämlich ganz schön Appetit auf die fränkische Küche. Ja. Okay, wir werden sehen, wissen, wie viel wir davon essen. Also auf jeden Fall wird es ein leckeres Mahl heute geben. Jawohl, und morgen, wenn wir einen Ausflug machen, dann könnt ihr euch auch ein bisschen hier in der Gegend umschauen. Genau, und da können wir, sagen wir dann wieder ein neueres, oder? Jetzt machen wir es uns einfach gemütlich. Helle macht jetzt uns die Stadtwurst mit Musik. Und ja, wir genießen jetzt halt einfach die Ruhe hier in unserem Gustel. Ist auch mal schön, ein Urlaubstag im Wohnmobil. Ja, Urlaubstag. Ja, gut, als Rentner haben wir keinen Urlaub. Also wir melden uns dann auf jeden Fall wieder. Wenn und jetzt, es was zu vermelden gibt. Genau, so machen wir das. Aber jetzt erstmal Stadtwurst mit Musik.
Also, siehst du? Also, der Radweg ist jetzt richtig schön. Ja. Aber neben der Hauptstraße war er ja auch nicht schlecht. Ja, genau, da konnte man schon ganz gut fahren. Oder wollt ihr sehen, ach, wie Mensch, Helle der Akku wechselt? Moment, ich muss mich jetzt konzentrieren. Er muss sich jetzt konzentrieren. Ja. Ja, das sind so die technischen Probleme, die man dann hat, wenn man filmt. Alles aufgeladen, aber natürlich diese 360-Grad-Kamera nicht. So ist es halt. Sag mal so, dem Alter bedingt hat er das vergessen. Wenn dann die Frau nicht unterstützt. So, also jetzt haben wir heute einen ganz anderen Tag als gestern. Und wir stehen ja in Karlsburg im Moment wieder. Den Platz kennt ihr ja. Wir verlinken den auch einmal wieder rein, weil wir den ja schon mal vorgestellt haben. Und da fahren wir immer ganz gerne hin, wenn wir Familien besuchen in der Umgebung. Ja, genau. Da ist ja Helles Familie, ist ja überall verstreut. Im Frankenland. Ja, genau. Und wir haben jetzt einen Ausflug gemacht und wollen nach Herzogenaurach fahren. Die ersten 5 oder 6 Kilometer haben wir schon. Ja, sind fast 8 Kilometer. Und ja, der Radweg geht hier an der Hauptstraße vorbei. Darum ist es jetzt vielleicht manchmal etwas laut. Ja. Aber es ist ganz gut zum Fahren, bis jetzt auf jeden Fall. Ja, in Karlsburg war es zweimal jetzt ein wenig stressig, weil wir Franken sind schon harte Hunde, ja. Die nehmen da keine Rücksicht auf Radfahrer, das muss man sich dann sein Recht schon erkämpfen als Radfahrer. Gell? Wie das halt überall so ist. Ja. Als Radfahrer sieht man das immer ganz anders als wie die Autofahrer. Ja, ja, und die Franken können schon ein Stinker sein. Ne? Redest du aus Erfahrung? Ja. Ich bin auch kein Engel. Nee, absolut nicht, muss ich zustimmen. Okay, also, und wir fahren jetzt weiter nach Richtung Herzogenaurach. Und da wollen wir uns, was ist denn das für ein Viech? Und wenn wir das schaffen, dann melden wir uns wieder. Jo, genau, da wollen wir uns das Städtchen angucken. Ist nämlich auch ein kleines Fach mit viel Fachwerk, wenn ich das richtig gelesen habe, gell? Genau. Also, vielleicht lohnt sich's. Ja. Also so ein Hörgerät ist schon eine tolle Sache, ja. Das einzige Problem ist immer, wenn man irgendwas unternimmt, zum Beispiel eine Fahrradtour, nach 10 Minuten sagt es immer, Batterie ist leer. Und dann ist er froh, dass er die Ursi hat, weil die hat immer Ersatzbatterie dabei. Wenn man dann so organisiert ist wie ich, dann steht man da und ist ohne Ohren, ja. Und wenn man die Ursi dabei hat, dann ist immer Ersatzbatterie dabei. Und insoweit sage ich, dem Problem wird Abhilfe geschaffen. Ja, und zum Glück sind wir hier an einem Kreisel, ja, von einer Ortseinfahrt. Und die haben hier ein Bänkle aufgestellt, wahrscheinlich ein Rentnerbänkle, dass die Rentner die Autos zählen können, die hier um den Kreisel fahren. Aber es ist schön im Schatten gelegen, das muss man mal sagen. Ja, den könnte man nämlich heute brauchen, weil heute hat es nämlich schon wieder ganz schön weit über 20 Grad, über 25, glaube ich, ja. Also es ist warm. So, jetzt werden die Ohren neu eingesetzt und dann geht es gleich weiter. Ja, genau. Thank you.
So, jetzt sind wir hier beim Sportplatz von ASV Herzogenaurach und es ist ja Adidas. ASV wird von Adidas unterstützt. Und ich glaube, da hat er der Lotter gespielt. Okay. Oder beim Verein den Puma unterstützt, das weiß ich nicht mehr ganz. Und ganz überraschend stellen wir fest, dass nicht die deutschen Frauen da trainieren, aber dafür, dass der Wohnmobilstellplatz da ist. Zwei Plätze ohne Versorgung. Na, das sind mehr, ja, Frau. Ja, dafür kostenlos. Ach, das sind fünf Plätze sogar. Sechs, oder? Ja, sechs würde ich mal sagen. Direkt am Sportplatz. Schön ruhig gelegen, es sei denn, man kommt am Wochenende, wo dann ein Hauptbetrieb ist am Sportplatz. Ja, klar. Aber wenn man keine Versorgung braucht, kann man da gut stehen, Ossi, oder? Wald ist in der Nähe, man kann schön mit dem Rad fahren. Ja, zur Übernachtung wird es ganz gut sein. Ja. Kein Platz für mich auf jeden Fall. Ja, aber besser als der andere offizielle Platz. Welcher war das? Ja, beim Freizeitbad. So gehört er zu Herzogenaurach. Der gehört zu Herzogenaurach. Und sie ist wieder mal orientierungslos. Dafür hat sie aber Batterien, Ersatzbatterien für mich dabei. Ja, na, also ist doch auch was, oder? So ergänzen wir uns. So, jetzt habe ich die Adidas-Zentrale gesucht. Als Franke weiß man natürlich, wo die Zentrale von Adidas ist. Und jetzt sehe ich nur noch Firma Schaeffler. Und jetzt wurde ich von der Herzogenaurach freundlich aufgeklärt, dass Adidas vor 20 Jahren schon neu gebaut hat. Und es am anderen Ortsende von Herzogenaurach ist. Und natürlich fahren wir da jetzt hin. Und warum fahren wir da hin? Weil wir endlich eine gescheite Fußballmannschaft wieder sehen wollen, eine gescheite deutsche Nationalmannschaft. Anscheinend trainieren da ja die deutsche Frauen. Und ja, jetzt mal gucken, vielleicht sehen wir was. Ja, wenn sie gerade beim Essen sind. Um die Uhrzeit, aber Mittagspause könnte es sein. Ja, schauen wir da mal. Ja. Vielleicht können wir einen Betreuer sprechen, dann wissen wir wenigstens, wie es ihnen geht. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt was sehen. Und ansonsten würde ich nämlich schon ganz gern nach Herzogenaurach, ja, in die Innenstadt so gehen. Gehen wir so und so rein. So, jetzt sitzen wir da vor so einer Sportskanone. Ja, und es sieht aus, wie wenn er ein Fußballer wäre. Allerdings können wir jetzt nicht sagen, wer das ist. Also der Franz Beckenbauer ist es nicht. Nee, steht kein Name dran. Vielleicht ist er einfach stellvertretend für alle Sportler. Ja, der Uwe Seele ist auch nicht. Nee. Und wir wollten jetzt die Fußballerfrauen suchen, aber wir haben sie nicht gefunden. Nein. Und das heißt, man kommt an die nicht ran. Ja, die werden halt auch abgeschirmt. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier von der Sportarena. Ja. Hallo, wissen Sie, wo die Fußballfrauen sind? Die müssen auf dem Campus sein, hinten ist auf der anderen Seite. Da kommt man aber nicht hin. Da kommen Sie nicht hin, nein. Ah, okay, danke. Also, es geht nichts, wir wollen euch die Fußballfrauen zeigen und ein Grußwort vielleicht oder so, ja, auch von euch an sie richten, ja. Aber da sind wir vielleicht doch zu unbedeutend. Also vielleicht abonnieren wir mal unseren Kanal, dann können wir sowas machen, ja. Ein Schwätzer. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier vor der Arena und ja, haben jetzt mal geschaut, das ist ein ziemlich großes Gebiet hier alles. Und ja. Ja, und es gibt hier einige Fußabdrücke auch noch von Fußballer, habe ich schon gesehen. Ja, und Handabdrücke von den Tennisspielern. Ja. Muss man schauen, ob von mir auch was dabei ist. Oh. Nein, ich habe immer Pumaschläger gehabt, ja. Naja, okay, also, ich glaube, jetzt haben wir genügend. Ja, also es tut uns leid. Wir schauen, ob wir noch eine andere Attraktion finden. Ja, und deshalb gehen wir jetzt auch in die Innenstadt. Ja, genau. Also, Kamerad, bleib sitzen. Uiuiui. Wir gehen weiter. Ja. So, eine Platte ist noch frei. Die wäre was für uns. Ja, klar. Machen wir doch jetzt glatt, oder? Ja. Und Sie und helle YouTuber gehören doch auch dazu, ja, zu den Sportlern. Ja, klar, immerhin fahren wir mit dem Fahrrad. Ah, ja, eben. Und es sind noch einige Kilometer. Ja.
so weit Fruchtbecher. Vielleicht kommen die Bilder von außen. Die Auswahl fällt schwer. Nein, einfach nicht. Zum Beispiel das Bild vom Ansorg. So, das sieht jetzt lecker aus und das haben wir uns verdient. Ja, ja, nach den vielen Kilometern, die wir schon gefahren sind und bei der Wärme, ich glaube, das schmeckt uns, gell? So, die Uhr ist noch schwer am Vorbereiten des neuen Filmes. Und wir stehen jetzt da in Herzogenaurach, ein kleines, feines Städtchen. Der Franke sagt übrigens Herziaurach. Herziaurach? Ja. Okay. Aber ihr könnt da Herzogenaurach sagen, kommt mal auch an. Ich denke, besser als bei Herziaurach. Die Heimat von Puma und von Adidas, also Adidasler und seinem Bruder und auch von der Firma Schaeffler. Und ja. Ja, wir machen doch jetzt hier gar keine Werbung, oder? Eine schöne Stadt, das war jetzt kostenlose Werbung. Ja, für die. Unbezahlte Werbung. Ja, genau. Nein, das ist eine schöne Stadt, kann man her, also auch ja, viele Lokale. Und schöne Fachwerkhäuser, der Stadtkern, ist so mittelalterlich. Doch, ja. Sieht ganz gut aus. Ja, war noch ein Besuch wert. Ja. Aber unser Weg geht weiter Richtung Fürth. Und das als Nürnberger. Ja. Bleibt da nichts erspart. Die Störche fühlen sich, glaube ich, ganz schön wohl in Herzogenaurach. In Franken kann man sich auch wohl fühlen. Wir fahren weiter. Jetzt sind wir ganz schnell an die Schleuse hin, weil ich gesehen habe, dass da ein Schiff fährt. Ja, und wir waren es, bis wir da endlich mit dem Rad hin sind, war das Schiff natürlich schon oben. So ist das immer, wenn wir filmen. Entweder ist die Kamera aus, wenn was ist, oder ich schalte sie gerade aus, dann ist was. Wie immer. Katastrophe. Also fahren wir halt einfach weiter. So, da haben wir eine Brücke und da haben wir den Kanal. Und das heißt, wir befinden uns jetzt am Rhein-Main-Donau-Kanal.
Oder wie die Laien sagen, mein Donaukanal. Ja, genau. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Es gibt unterschiedliche Begriffe. Mein Donaukanal oder Rhein-Main-Donaukanal. Auf jeden Fall verbindet er den Main mit dem Rhein. Und der Main mündet dann direkt in die Donau. So, jetzt wissen wir es genau. Wird okay sein. ist okay. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier richtig interessant. Eben, zumal welches Schiff fährt schon über eine Brücke. Also doch, lohnt sich jetzt mal wieder, dass wir den Weg uns rausgesucht haben. Es ist natürlich jetzt extrem heiß und wir fahren auf der Sonnenseite von dem Kanal. Also nirgends ein Schatten in Sicht, aber naja, müssen wir durch. Hat gesagt, ich soll diese Seite nehmen und wenn Komoot sagt, ich soll diese Seite nehmen, dann nehme ich sie. Ja, da fahren doch einige Schiffle, groß und klein. So, ja, also weiter geht's. Ja, am Rhein-Main-Donau-Kanal. Oder Main-Donau-Kanal, je nachdem, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Das ist eine richtige Kanalbrücke, oder? Ja, das ist schon interessant, das mal zu sehen. Die guckt nicht so traurig. Hier ist ein interessanter Ort. Und zwar ist die Brücke des Rhein-Main-Donau-Kanals über diese Landstraße. Und ich kenne jemanden oder kannte mal jemanden, der da in den Häusern gewohnt hat, da hinten. Und die haben mir gesagt, da knackst es immer furchtbar, wenn es kälter wird am Abend, ja, weil sich das Metall zusammenzieht. Und dann wieder ausdehnt, wenn es wärmer wird. Und es kracht dann furchtbar nachts. Okay. Diese Brücke wollten wir euch eigentlich mit der 360-Grad-Kamera aufnehmen. Und das ist der Grund, warum die Ossi ein bisschen betrübt guckt. Helle hat sie verloren. Sie ist weg. Ich habe sie in der Tasche stecken gehabt und da hat sie sich gelöst von dem Bodengestell. Wir haben noch eine schöne Aufnahme gemacht beim Vorbeifahren und die liegt jetzt in irgendeinem privaten Haushalt. Vermutlich. Also wir haben sie nicht gefunden. Wir sind die ganze Strecke wieder zurückgefahren und haben sie nicht gefunden. Also leider ist sie weg. Also, so für euch ist natürlich schade, dass ihr jetzt die 360-Grad-Aufnahme nicht kriegt. Und für uns ist schade, dass wir die 360-Grad-Kamera nicht mehr haben und darüber schon ein bisschen betrübt sind. Ist ja auch keine ganz billige Angelegenheit, sowas. Zumindest ist die Drohne heil geblieben bei allem, was wir gemacht haben. Und wenigstens die Bilder können wir zeigen. Wenn sie aufgenommen hat, ja. Was auch nicht immer so ganz sicher ist. Wir stehen jetzt 13 Kilometer vorm Abschluss unserer Tour und mit einem trüben Auge fahren wir jetzt die restliche Strecke zurück. Wir haben aber trotzdem noch Positives zu berichten. Und zwar, ich habe eine neue Halterung fürs Handy probiert und ich muss sagen, die ist einwandfrei. Nicht vergleichbar mit der, die ich vorher gehabt habe. Da ist das Handy bei Rüttelstrecken immer, hat sich immer ein wenig verdreht. Jetzt bleibt sie einwandfrei stabil. Ich verlinke die auf jeden Fall und kann das nur als Kauftipp für euch weitergeben. Haben wir uns selbst bei Amazon besorgt, also ist kein Sponsoring. Und genauso unsere Autohalterung, die haben wir auch neu fürs Handy und auch die ist einwandfrei und auch kein Sponsoring, haben wir uns auch bei Amazon verlinkt und die tun wir euch auch verlinken. Und ansonsten verabschieden wir uns dann beim Wohnmobil. Jetzt tun wir erst noch ein bisschen weinen und fahren die 13 Kilometer zurück. Ja, es ist so schade um die Aufnahme. Ja, ich könnte auch heulen. Ja. Ja. Oh Gott. Nein, im Ernst, ist nicht schön. Nein, das ist einfach blöd. Und wir sind jetzt kilometerweit zu mir zurückgefahren, bis zu der Stelle, wo wir sie zuletzt benutzt haben. Nein. Und wir haben sie nicht mehr gefunden. Also, wir hoffen morgen aufs Fundbüro am Montag. Ja, fragt mich nur, welches Fundbüro. Ja, das werden wir sehen. Wir werden morgen auf jeden Fall versuchen. Morgen ist Sonntag. Übermorgen telefonisch was in die Wege zu setzen. Vielleicht findet sich ja ein ehrlicher Vierter, der an Nürnberger seine Kamera zurückgibt.
Wo ist ein Marienkäfer? Marienkäfer bringen doch Glück. Vielleicht kriegen wir unsere 360-Grad-Kamera wieder. Oh je, oh je, oh je. Jetzt ist er weggeflogen. Ah ja, kein Wunder. Aber das ist auch für einen Marienkäfer etwas zu schwierig. Also da brauchen wir, glaube ich, keine Hoffnung haben. Meinst du, kannst du das nicht bringen? Nee, nee, schade. Die ist leider weg, leider. Und mit deinem, unsere schöne Aufnahme. Oh ja. Ja, okay. So ist halt. So ist es. Weiter geht's. Komm. Wir fahren jetzt noch weiter, ja. 9,8 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Okay. Und dann sind wir geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Tadolsburg in Sicht. Ich sehe schon den Aussichtsturm. Also, das war heute ein ganz toller Ausflug, den können wir euch auch nur empfehlen. Kreuzburg haben wir ja schon mal ein Video gemacht und können das nur empfehlen. Und diese Radtour von Komoot, und ich muss ja wirklich sagen, danke an Komoot, danke an den, der das eingestellt hat. Das wird ja von Privatleuten eingestellt. Eine ganz tolle Tour, bis auf eine kurze Fahrstrecke zwischen Landkreis Fürth und Landkreis Erlangen-Höchstadt, wo man an der Hauptstraße fahren musste. Da war es ein bisschen blöd. Aber ansonsten war alles wunderbar, alles mit Fahrradwegen ausgeschildert. Also mir hat es gut gefunden und wir sind jetzt auch, wie ihr seht, wieder glücklich an unserem, bei unserem Gustl ankommen. Genau. Dann wollte ich noch unsere Fahrräder loben, denn wir sind jetzt dann fast doch 70 Kilometer gefahren. Ja, ja. Und teilweise ging es ganz schön am Berg auch hoch, gerade in Herzogenaurach. Ja. Und die haben einwandfrei mitgehalten, also wir sind nach wie vor von diesen Rädern überzeugt und finden die auch gut und haben bisher noch nie negative Rückmeldungen bekommen. Nein, noch nicht. Und wir selber haben auch noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ja, also wir können das also nur unterstreichen, dass die super sind. Meine neue Fahrradhalterung, auch die kann ich nur empfehlen. Die alte, die ich gehabt habe, war nicht schlecht, aber wenn ich dann über Kopfsteinpflaster oder über Schotter gefahren bin, dann hat die immer gewackelt und hat sich dann verdreht. Das macht bei der neuen wackelt nichts mehr. Die sitzt bombenfest. Wenn die Ursi irgendwann eine will, dann kriegt sie auch eine. Großzügig, gell? Ja, so bin ich. Aber vermutlich ist jetzt erstmal eine neue Kamera fällig. Da schauen wir jetzt mal. Ich habe schon bei der Polizei angerufen, da ist nichts abgegeben worden. Jetzt warten wir mal, vielleicht ist im Fundbüro was. Und ich zähle jetzt einfach einmal auf die Förder, ja, dass die Kamera abgeben und die nichts fürs Verteilen finden. Ja, es kann ja eigentlich niemand was damit anfangen, oder? Ja, wenn er was filmt, dann schon. Naja. Aber jetzt sind wir halt einmal zuversichtlich und wenn nicht, dann müssen wir halt einen sauren Apfel beißen und uns eine neue zulegen. Ja, ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt, ja, bei allem, was passiert ist. Und es ist immer glimpflich ausgegangen. Wenn ich diesmal halb Pech gehabt habe, dann ist es halt einmal so. Genau. Meistens ist eh glimpflich ausgegangen. Aber deswegen lassen wir uns jetzt den Tag nicht versauern. Keinesfalls. Das war ein wunderschöner Tag und ein toller Ausflug. Hat sich gelohnt, da jetzt ein bisschen zu dem Familienfest, was morgen stattfindet, etwas früher loszufahren. Mhm. Bietet sich ja an, wenn man hier in so einer schönen Gegend die Familie hat. Dann kann man das wunderbar verbinden. In so einer kulinarischen Gegend. Ah ja, danke. Ja, also auf jeden Fall, wir möchten uns verabschieden und bedanken uns wieder, dass ihr so eifrig zugeschaut habt, was hoffentlich der Fall sein wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Freuen wir uns natürlich immer. Ist auch ein kleines Lob für uns, dass wir es eigentlich ganz ordentlich machen, unsere Videos. Wir tanzen bei jedem Daumen um den Gustl rum, ja. Und so bleiben wir dann auch in Bewegung. Ja, genau. Aber jetzt, eigentlich bräuchte man ja einen Schnaps auf den Schrecke hin, aber wir begnügen uns mit Trollinger und Riesling und zum Wohl. Zum Wohl. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mit diesem Schaden haben wir das Wochenende abgeschlossen. Es war ein sehr schönes Wochenende und hat zwei traurige Momente. Einmal die
360-Grad-Kamerateam wir bis jetzt noch nicht gekriegt haben, auch beim Fundbüro noch nichts abgegeben. Nein, aber bei mehreren Fundbüros angerufen und nirgends ist sie bisher abgegeben worden, ja. Das mittlerweile dramatischere ist allerdings unser Ankommen zu Hause mit dieser großen Dalle da in der Mitte. Und jetzt fragt ihr euch, wie das gekommen ist und ihr fragt euch, viele werden sagen, ich habe es doch gleich gewusst, der Helle ist zu alt zum Autofahren und zum Wohnmobilfahren schon gleich zweimal. Ja. Und auch der Fahrlehrer, der mich getestet hat, der hat wohl ein bisschen falsch eingeschätzt, aber da täuscht er euch. Ja, es waren nicht wir. Nein. Die Situation war die, wir haben ja einen neuen Kühler einbauen lassen und die Bremsen neu belegen lassen. Und als ich losgefahren bin von dem Autohaus, hat immer die Öllampe gebrannt. Und ich habe immer nachgeschaut, es war genügend Öl drinnen. Also sind wir am Heimweg noch schnell beim Fiat-Händler vorbeigefahren. Und der Fiat-Händler hat dann überlegt, wer ist denn unser schlechtester Autofahrer hier? Das heißt, welcher ist der Lehrling mit den wenigsten Erfahrung? Wenn es der Lehrling war. Ja, und den hat er gesagt, fahr mal den Fiat 500 da hinten mit 7,5 Meter in die Werkstatt. Und er hat dann natürlich gesagt, hey, da kann man mal richtig Gas geben, ist um die Kurve geschrammt und hat nicht gemerkt, dass das Wohnmobil länger als 2,50 Meter ist, sondern 7,50 Meter und dann ist er hängen geblieben. Ja, so ist es passiert. Ich bin also absolut unschuldig, aber den Ärger haben wir natürlich trotzdem an der Backe. Ja, genau. Und jetzt kommt ein Gutachter und schaut sich das alles an und dann hoffen wir, dass es bald repariert werden kann. Wenn du sagst, es war nicht der Lehrling, also wir haben nicht gesehen, wer es ist, weil ich niemanden gesehen habe, der ohne Kopf rumgelaufen ist da drinnen. Wieso ohne Kopf? Ich gehe davon aus, der Meister hat einen Kopf kürzer gemacht. Ja. Also wenn es der Meister nicht gemacht hat, dann macht das ich nur nachträglich, denn das ist wirklich ein verdammter Ärger. Ja. Und ich bin gespannt, was der Gutachter dazu sagt. Da halten wir euch natürlich gleich auf dem Laufenden. In ein paar Minuten ist er da. Genau. Aber ich war's nicht. Nein, und ich auch nicht. Ist mal raus aus der Geschichte. Ja, denn eben mit dem Frontschaden, den wir da haben, das gibt was. Also der Gutachter ist gerade da. Schaden ist erheblich und Schrittgeschwindigkeit ist der Bursche nicht gefahren. Nee. Der hat richtig Gas gegeben auf dem kurzen Stück. Denn solange wie diese Beule ist, muss da ordentlich Geschwindigkeit dahinter gewesen sein. So die Feststellung. Ja. Denn, also liebe Autowerkstatt, den könnt ihr die Ohren wirklich lang ziehen. So fahrlässig mit Kundenfahrzeugen umzugehen, das geht gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Also der Gutachter ist wieder weg. Mhm. Wie hoch der Schaden ist, kann er nicht sagen. Es kommt darauf an, ob der Spengler das reparieren kann. Wenn telefoniert mit Hümer und wenn es nicht repariert, also rausgeklopft werden kann, dann muss die ganze Seitwand getauscht werden, was natürlich ein ganz erheblicher Schadensumfang wäre. Aber das erfahren wir die nächsten Tage. Für dieses Video ist es allerdings dann schon zu spät. Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut euch das Video an, wenn das Ganze repariert ist. Ja, genau. Wenn wir dann den Gustl zu Hümer bringen, dann werden wir das ja auch wieder euch mitteilen. Und dann werden wir auch mehr wissen. Also es lohnt sich, bleibt dabei bei unserem Kanal. Wir verabschieden uns jetzt hiermit ein zweites und für dieses Video ein letztes Mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Und somit sagen wir einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ciao.